Ein wunderbares Beispiel, liebe Zocker und YouTuber, dass die Community, egal in welchem Spiel, manchmal dann doch funktioniert. Willkommen zurück zu Skulls and Bones und im Chat habe ich eigentlich gar nichts gefragt, aber ein anderer Herr tippte mir einfach mal rein: Hey, ist am Strand, gleich wenn du ankommst auf der linken Seite. Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass der hier rumgelaufen ist, aber der muss gesehen haben, dass ich diese Insel hier abgesucht habe. Ich habe ein bisschen offline gespielt. Und zwar habe ich Folgendes gesucht. Ich bin ja hier auf dieser Landzunge und da irgendwo soll ein Schatz sein. Und Moment, ich zeige euch mal, das sind die Relikte des Seevolks. Die suche ich gerade. Ja, Schatzkarte lesen. Und da steht, man soll ja zu Fort Lewis fahren, an der Küste von Ternina, an der Roten Insel. Das ist alles hier. Fort Lewis bin ich hier angelegt. Und da suche ich nach Gräbern. Und das habe ich aber nicht gefunden. Ich bin die ganze Zeit da im Landesinneren in der Insel rumgewurschtelt. Und bis mir einer, der dann das getippt hat, also diesen Hinweis getippt hat. Und da ist es dann auch glatt. Da ist ja auch dieses Bild mit den Gräbern. Da sind die Gräber. Und hier ist der Schatz. Meine Güte, was nackt. So, Gegenstand ausgraben. Da müssten jetzt die Relikte vom Seevolk sein. Auftragsgegenstand beschafft. Du hast den Auftrag erfolgreich. Ah, sehr schön. Okay, cool. Das heißt, jetzt geben wir das Zeug ab, oder wie? Vermutlich irgendwo. Keine Ahnung wo. Aber irgendwo werden wir es abgeben müssen. Mal kurz gucken. Ne, da sollen wir wahrscheinlich wieder jagen, ne? Ne, da sollen wir die Relikte der Vergangenheit abgeben. Okay, das ist natürlich ein ordentliche Reise. Wir haben immer noch den Quest hier mit irgendwelchen Viechern jagen, aber ehrlich gesagt habe ich da gerade gar keine Lust drauf, Viecher zu jagen. Deswegen, wir könnten uns ja natürlich hier mal mit dem Piraten bring Captain Terence, also Strecke, Beweise, Seevolk. Aha. Könnten wir natürlich mal machen. Ich bin mir aber fast sicher, dass die mir den Pöter aufreißen. Was ist denn das? Ein Rammschiff. Und das macht was? Ereignis beitreten. Ich habe keine Ahnung, was das ist. So, oder aber wir machen uns hier noch auf den Weg und suchen Ale. Das muss man nämlich auch noch machen. Wie gesagt, ich habe ein bisschen offline gespielt und da habe ich mir dann tatsächlich doch auch hier ein neues Schiffchen gekauft, nämlich den Kutter, von dem wir gesprochen haben. Der ist im Prinzip genau dasselbe wie mein erstes Schiff, also wie die. Wie das erste Schiffchen, nur mit dem Unterschied, dass es ein Reparaturschiff ist angeblich. Es hat ein bisschen mehr Laderaum, 26.000 statt 20.000. Es ist ein Tick schneller, ein Knoten mehr als das Schiff davor. Ansonsten ist es aber gleich. Eine Waffe nach vorne, zwei nach links und rechts. Und ansonsten, ja, ansonsten prinzipiell habe ich da auch wieder dieselbe, hier können wir auf Schiff verwalten gehen, dieselbe Geschichte ausgestattet, eine Panzerung. Achso, ich habe drauf gebaut, die Bombarde nach vorne habe ich ausgebaut. Da habe ich nach vorne eingebaut hier Langkanonen oder Vollkanonen, die ordentlich weit schießen. Und passend dazu habe ich Folgendes eingebaut. Wobei, jetzt könnten wir da eine Bombarde einbauen. Ne, lass mal. Passend zu der weitreichenden Kanone habe ich Folgendes eingebaut. Hier einen Ausguck. Und wenn man damit auf 320 Meter ein Ziel trifft, wird es quasi markiert und nimmt 100% mehr Schaden. Zumindest wenn man die Seiten trifft. Und das ist ja vielleicht gar nicht mal blöd. So. Das nehmen wir jetzt. Achso, das müssen wir noch den Na müssen wir noch einen Namen geben. Die Fleggeratur. Nee, das ist die Fleckrep. Was für ein blöder Name. Okay. Ich würde sagen, Segel setzen. Da ist sie, in ihrer vollen Pracht. Da habe ich auch einen kleinen Affen, wie ihr seht, ja. Den habe ich mir auch, den kann man sich quasi dazu kaufen. Meine Crew hat blaue Stirnbänder. Ist auch ein bisschen Kosmetik dazu gekommen. Ja, von Bord gehen machen wir jetzt nicht. Wobei, warte mal, eine Sache fällt mir halt noch siebenteils ein gerade. Wir haben eine wichtige Sache, die hat das Schiff noch nicht. Eine wichtige Sache hat das Schiff noch nicht. Etwas Essentielles. Und das ist so wichtig, das geht gar nicht anders.
Hier, so, komm. Und zwar. So, hier, Muster. Nee, Emblem. Da. Entweder das oder das. Ah, das habe ich neu. Können wir gleich mal ausrüsten. So, wir haben kein Siegelemblem gehabt. Das geht ja gar nicht. Wenn er versteht, was ich meine. So, jetzt ist die Frage, Piraten platt machen? So, da haben wir auch die, da haben wir auch die Segel, sehr schön. Wunderbar. So, Piraten platt machen, das wäre dann da. Wollen wir es mal probieren? Komm, wir probieren es mal. Kann nicht so schwer sein. Eigentlich kann es sehr schwer sein. Wir gucken uns das Schiff erstmal an, das Piratenschiff. Das Kopfgeld. Aber da gab es 5000 Gold für, also ich glaube, oder Silber. Könnte recht haarig sein, aber wir gucken mal. So, was stöhnst du da vorne so? So, und jetzt können wir mal gucken, ob wir ein bisschen schneller sind. Naja, 12 Knoten haben wir drauf. Was ist das da? Das sieht mir verdammt. Also wenn es das ist, kann ich gleich. Ja, aber die sind ein bisschen groß. Guck mal, wir haben so eine kleine Schaluppe und guck dir das Ding mal an da hinten, bitte. Das sind drei Master. Das lassen wir mal schön bleiben. So, wir gucken uns erstmal den Piraten an. Da. Was ist das hier? Jagd auf Halsabschneider. Ereignis beitreten. Auf welchen Halsabschneider? Macht er dasselbe wie wir da vielleicht? Weiß es nicht. Keine Ahnung, was der da treibt. Wir holen uns den mehr hier. Warte mal, Gruppe rufen. Bin mir nicht sicher. Attacke. Warte mal, ich sehe ihn schon, glaube ich. Oh, nee. Oh, nee. Oh, oh, ich sehe das schon. Wir drehen bei. Nein, wir brauchen keine Pause. Wir brauchen... Hier, guckt euch den mal an. Drei Master. Wir können ja mal hier Gruppe rufen. Wo ist er jetzt hin? Ah, die kämpfen schon. Wir kämpfen schon welche. Nee, der hat was versenkt. Ich glaube, das können wir uns sparen, oder? Können wir mal gucken, wie kaputt er schon ist. Nur mal kurz vorbeigucken. Vielleicht hat er ja nennenswerten Schaden genommen. Ja, ja, ich weiß. Nur kurz angucken. Kriegsschiff der Fahrer gesichtet! Was kann das sein? Nee, das lassen wir mal. Ja, das ist das Falsche. Pfeift der Hund drauf. Wir drehen ab. Mit dem legen wir uns nicht an. Der ist voll ausgestattet. So, okay. Also für den müssen wir... Warte mal, da ist ein anderer. Wer ist... Ob er mit uns mitmachen will? Warte mal, komm, wir helfen ihm mal. Er hat nämlich auch offenbar vor, da mitzumachen. Ja, dann warte doch mal, ich bin doch noch gar nicht da. In der Nähe ist eine Elite.
So, wir haben ihn markiert. Auf mehr als 320 Meter, glaube ich. So, komm, gib mal Stoff hier. Attacke! Alle Feuer an! Oh, der hat böse was abgekriegt. Oh, oh. Wir werden getroffen! Volle Salve, Captain! Ich versuch's ja. Nein, nein. Alles gut. Feuer! Wie viel habe ich noch? Sag mal, die sind aber stabil, die Jungs. Oh, der versenkt den. Also das schaffen wir nicht zu zweit, das können wir vergessen. Und aufpassen, dass wir meinen Kollegen nicht über den Haufen fahren. So, nochmal kurz. Ist er noch markiert? Ich weiß es nicht. So, jetzt bist du fällig, Freundchen. Nee, den kriegen wir nicht. Das können wir uns sparen. Das ist einer für eine Truppe. Mit was schießt er denn da? Okay, komm, weg hier. Um Hilfe. Fangzähne der. Achso, warte mal. So, wir gehen jetzt erstmal hier an. Ja, er hat um Hilfe gerufen. Ich hätte ja gerne. Wieso? Ich will nur mal gucken, was hier so ist. Auf Karte ansehen. Warte mal. Moment mal. Da sind auch wieder andere Spieler, oder? Ist das ein anderer Spieler? Nee, das ist. Doch, das ist ein anderer Spieler. Komm, wir fahren mal hin. So, wie sieht's mit dem aus? Feuer! Wir sind wegen eures Kopfgelds hier! Ja, aber das Problem ist. Feuer und... Jawohl! Gibt's denn dazu jubeln? Komm, das kriegen wir hin. Einfach immer schön drumrum. Immer schön drumrum, ja, ja. Sehr gut. Sehen. Warum nebelt es so? Ja. Rums, 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 rums. So muss es aussehen. Nicht auf mich. So, drumrum. Ich geh mal andersrum. Bitte einholen!
Und Feuer. Was war das? Musketenangriff, auch interessant. Nein, nichts Notsignal. Ja, jetzt rammt er ihn. Oh, Entschuldigung. So, Hälfte haben wir. Ah, das ist ja richtig so, so Bosskampfmäßig. Und nein, ja, zeig mir mal dein Heck, ist okay. Ich will aber eigentlich deine. Wuhu! Nicht rammen, rammen ist unfair. So, Hälfte haben wir immer noch nicht, verdammt. Kommt irgendwo Verstärkung? Oh, ja. Bam, bam. Die schießen auf mich, fürchte ich. Warum hat's denn jetzt wieder... Nee, alles gut, hat's nicht. Halt still! Und... Oh, das hat wehgetan. So, das sah gut aus. Gleich nochmal. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht mit meinem Kollegen hier kollidiere. Komm, wir schaffen das. Komm, komm. Schön in Bewegung bleiben. Jetzt macht er schon wieder seine blöde Nebelwand. Da hilft dir auch die Nebelwand nichts, Freundchen. Feuer! Oh ja, das hat wehgetan. Nicht auf mich schießen. Unangenehm. Was ist denn da explodiert? Verdammt. Aha. Du, ich hab da überhaupt kein... Ohne Siegel kommt ihr uns nicht. Hab da überhaupt kein Problem mit. Nein, nein, nicht um mich schießen. Feuer eröffnet! Sauber. Was ist denn gleich? Geh mal aus der Lichtichte, Mensch. Hätte ich bloß meinen Mörser. Bleibst du mal bitte hier? Jawohl! Und ins Heck. Hör auf, mir für mich zu schießen. Ich habe jetzt keine Zeit dafür. Komm, die kriegen wir. Gleich haben wir sie, gleich haben wir sie. Wow.
Entschuldigung. Wir haben sie versenkt. Juhu! Tja. Mein Gott, war das aufregend. Ich würde sagen, jetzt verdünnisieren wir uns. Kann das sein, dass ich heile? Kann das sein, dass ich tatsächlich schon in der Lage bin, mich zu... Wer schießt denn da auf mich? Was sind die? Könnt ihr mal aufhören? Ich schieße zurück. Was ist das für ein Anker gewesen? So, mein Freund. Das ist der Spieler. Jetzt hauen wir den noch weg hier. Die sinken jede Sekunde. Naja, ich weiß nicht, ob die jede Sekunde sinken, aber zumindest wenn ich mit ihnen fertig bin. Ich heile irgendwie, also tatsächlich. Wir müssen nur zugreifen. Näher heran, ja, ich bin ja näher heran. So, komm mal her, wird's jetzt hier entert, mein Freund. Oder ich fahr dich über den Haufen, geht auch. So, können wir jetzt weg hier? Ich bin ja im Trausch. Mann, das war cool. Das hat richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Und der Dings ist auch erfüllt, der Auftrag. Sehr gut. Ja, gleich. Puh. So, habe ich jetzt das Geld eigentlich schon gekriegt? Nee, habe ich noch nicht gekriegt. Muss ich, glaube ich, noch abliefern. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt erstmal zurück. Da, ich bin wieder voll geheilt. Also ich habe tatsächlich als Kutter so eine Art, wie soll man sagen, so eine Art, wie Run, wohin? Jetzt neutral. So eine Art Regeneration, was ja irgendwie cool ist. Ich guck mal da. Ja, ebenso. Was a pleasure. Der Händler da hat die Ware, Captain. So, ja, ja. Ich hole mir mal hier gerade dieses Fragezeichen noch. Einfach mal, weil ich's kann. Was hat denn der da an Bord? Captain, was ist das? Stilartefakte der Fahrer. Ja, das ist schon so ein... Warte mal, den holen wir uns. Wenn wir den Quest auch noch kriegen, das wäre ja gigantisch. So. Boah. Hier wird überhaupt niemand getötet. Außer. Wollen ein Leuchtekerl am Zentrum nah genug ankämpfen? Den Rest machen wir. Nicht aufgeben! Mach weiter! So, die hatten aber keine Artefakte. Öh, wer kommt denn da? Nie mit mir. Kein Erbarmen! Nee, kein Erbarmen. Lass keinen am Leben. Hier geblieben, ich ente euch mal kurz, ja? Habt ihr nichts dagegen, oder? Hi. Holt euch das Ding doch mal. Wie oft muss ich denn da drücken? Der Hund drauf. Ungeschliffener Saphir. So. So, jetzt achten wir mal da drauf. Heile ich wieder? Tatsache. Also, der Kutter ist ein Self-Heiler, was absolut genial ist. Und er heilt, glaube ich, andere Leute noch nebenbei mit. Wie cool ist das denn? Gutes Holz, Captain. Ja, dann nehmen wir es auch mit, wenn es richtig gutes Holz ist. Oh, da sind die. Hey,
Ja, zu der will ich eigentlich. Das gute Scirocco, ich nenne es immer Scirocco. Ja, ich bin auch ganz lieb, guck mal. So, warte mal, wo ist die Siedlung? Das müsste die da sein. Ah ja, ich sehe sie. Schönartig sein, ne? Ich bin ein ganz lieber, guck mal. Ein was? Segelleiter, Captain. So. Können wir ihnen erstmal ihre eigene Beute. Geh weg da. Ihre eigene Beute verkaufen. Und zwar hier sowas zum Beispiel. Und das. Oh. 3,5. Das ist schon mal gar nicht mal schlecht. Jetzt muss ich erstmal röcheln. So, was kaufen die hier? Ich will jetzt in keiner Gruppe. Ich will in keine. Das können wir gerne machen. So. Das war der mit dem wir eben gespielt haben. So, warte mal, kann man hier reparieren? Nee, kann man nicht, ne? Nee. Okay. Gut, wofür denn? Nix da, wird jetzt nicht in eine Gruppe eingeladen. So, wir fahren mal. Dein Name sollte lauter widerhallen als Skurlocks. Lass deine Geschichte nicht von seiner überstrahlen. Fangzähne der Fahreraktivität, da sollen wir irgendwas machen. Kann es sein, dass er mich dafür in eine Gruppe einladen wollte? Wäre möglich. So, warte mal, wir haben aber eine Schatzkarte gekriegt. Nee. Hier. Wo soll das denn sein? Neue Gerüchte verbreitet, die Truhen seien verflucht, hat mich interessiert, ich bin an der Küste von Afrika, Kurs Nordwest von Drachenrücken, kam es zu einer wilden Meuterei, sag ich, wo soll das denn bitte sein? Was will er denn? Karte aktualisiert, neue Handelsroute. Okay, warte mal. Erstmal fragen, was der von mir will. Achso, hätte ich vielleicht in der Gruppe sagen sollen, ne? So, naja, wird es mir gleich verklickern. Wo ist er denn hin unterwegs? Ich glaube, er macht gerade einen Begleitquest, kann das sein? Fahren wir mal hinterher. Bier plündern! Ja, damit. Los, schnell! Machwerk ist fast leer! Wenn er allerdings gerade einen Begleitquest macht, warum nicht? Just see if you need help with anything. Ja, das war der andere. Da hat jetzt einer geantwortet, der ist gar nicht mit mir in der Gruppe. Kapitän Iona, ein Holzsager! Steuerbord! So, wir fahren mal hinterher. Vielleicht braucht er tatsächlich Hilfe. Was ist denn da los? Ein Fahrerkriegsschiff! Segelleiter! Und was ist das da? Ich will verflucht sein, was ist das? Kann es sein, dass der. Ne, der legt sich mit den Fahrers an. Das kann er gerne machen. Ah doch, das ist der. Wer ist denn, dass der hier die ganze Zeit beschossen wird?
Gut, ich glaube, wir können aus der Gruppe wieder raus. Wie man das allerdings macht, weiß ich nicht. Ist da einer abgesoffen? So, egal. Also wir murscheln uns wieder mal aus der Gruppe raus und ich finde raus, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Bis dann denn, euer Mr. Fleck. Tschüssi!